So, ich grüße euch im Namen des Herrn Jesus und ich möchte gleich am Anfang eine Bibelstelle lesen, und zwar aus Apostelgeschichte 14, der Vers 22. Ich denke, es ist eine bekannte Stelle. Apostelgeschichte 14, 22. Da heißt es: Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir haben das Jahr 2022 erreicht und offensichtlich ihr auch. Wir sind alle reingerutscht. Und ich habe im Gebetsabend eine kurze Andacht gehalten und habe gesagt, es ist gut, wenn wir vorausblicken, nicht zurück. Das sagte Paulus, wir vergessen, was dahinter ist und strecken uns nach dem aus, was vorne ist. Und trotzdem habe ich auch in Vorbereitung auf die Predigt, habe ich einfach mal kurz Revue passieren lassen, wie war denn das Jahr 21? Und ich muss sagen, da waren viele gute und schöne Augenblicke, die man erlebt hat. Aber ich muss auch ganz nüchtern sagen, es gab auch Herausforderungen, einige, wo man vielleicht sagen würde, das hätten wir uns sparen können. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass er auch so hat, ja, es gab schöne Dinge, aber es gab einfach auch Herausforderungen, vielleicht Herausforderungen, Bedrängnisse, Ängste, Nöte, was auch immer. Und ich denke, ich bin da nicht allein, sondern ja, aber wenn ich mit Geschwistern spreche, einfach hier oder überregional, dann ist genau eigentlich dieses Bild. Es läuft eben nicht immer alles glatt, auch als Nachfolger Jesu nicht, sondern wir kommen manchmal in gewisse Bereiche, wo wir einfach herausgefordert sind. Und genau das ist das Thema auch heute, das ich uns nochmal darlegen möchte, und zwar nochmal darlegen. Ich hatte dieses Thema der Predigt eigentlich nicht das erste Mal. Nur interessanterweise, das Thema ist Bedrängnis und unser Trost. Eigentlich müsste man es ja wissen, oder? Wenn man es einmal oder zweimal gehört hat. Aber die Bedrängnisse sind eigentlich so, dass sie einen immer wieder einholen. Egal, wie oft man es auch gehört hat, sie kommen immer wieder. Und ich denke, man muss sich immer wieder ganz neu ausrichten und immer wieder diese Wahrheit, die wir ja auch schon kennen, dass man sich diese immer wieder ins Gedächtnis ruft. Und deswegen möchte ich einmal kurz allgemein mal nochmal aufzeige, warum kommen diese herausfordernden Dinge immer irgendwo in unser Leben, auch als Nachfolger, warum ist es einfach so? Und dann möchte ich im zweiten Punkt gucken, wie haben diese Bedrängnisse auch Auswirkungen auf Gläubige? Ja, da wollen wir mal kurz den Paulus anschauen, ich denke, das ist ja unser Musterbeispiel, wie ihn diese Bedrängnisse auch angefochten haben. Und dann kommen wir zu Punkt 3 und 4, und das ist das Wichtigste. Und zwar, das ist das, was der Psalm 25, wir haben ihn gerade gehört, auch ausdrückt. Wir haben in all unserer Bedrängnis immer noch eine Hoffnung. Weil wenn man die nicht hätte, dann könnte man den Sack zumachen und wir könnten wieder nach Hause gehen. Aber das ist der Schwerpunkt. Hoffnung in diese Dinge, wie sich diese Auswirkungen, wollen wir auf der Schrift auch sehen. Aber zuerst möchte ich nochmal aufzeigen, warum ist denn das so, dass wir immer wieder Bedrängnisse haben. Und dazu möchte ich gerade nochmal diese Apostelgeschichte 14 reingehen, diesen Vers, den ich gerade gelesen habe. Und zwar, man muss sich den Vers einfach mal vergegenwärtigen. Der Paulus, das hat der Paulus an eine Gemeinde geschrieben. Und der Paulus war ja ein echter Nachfolger Jesu, der den Herrn Jesus wirklich erlebt hat auf der Straße nach Damaskus. Er hat sich bekehrt, er wurde in den Dienst gesetzt. Und es war einfach wunderbar. Ja, er hatte wirkliche Gabe gehabt als Heidemissionar. Und jetzt geht er seinen Weg. Ja, und dann kommt er in verschiedene Städte. Er kommt nach Lystra, predigt das Evangelium. Und was passiert ihm? Die Leute kommen und steinigen ihn. Ja, und steinige ist ja nicht gerade irgendetwas, so wo man mal sagt, oh ja, das ist ja nicht so schlimm, sondern sie sagen, er ist halb tot. Sie kommen dann, helfen ihm auf. Und das Interessante ist, der Mann, der geht in die nächste Stadt und was macht er? Er predigt weiter das Evangelium, macht eine wunderschöne Zahl Jünger. Und jetzt schreibt er eben, beziehungsweise der Lukas schreibt er das, aber er sagt einer Gemeinde, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der Paulus war kein Theoretiker, sondern der wusste nach der Steinigung spätestens jetzt, was ist Bedrängnis? Das geht mir an Leib und Seele. Und jetzt sagt er wichtig, sie stärkten die Seelen der Jünger. Und das ist ein wichtiger Punkt. Unsere Seelen müssen gestärkt werden. Und deswegen machen wir solche Predigten auch nicht, damit man niedergeschlagen werde, sondern damit wir gestärkt werden. Und er ermahnte sie, das heißt, er tröstete sie.
ja, seelsorgerlich unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagte, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Was? Müssen. Und das ist hier ein göttliches Muster. Paulus sagt nicht, es kann unter Umständen sein, dass du Bedrängnis hast. Und Bedrängnis, das Wort heißt ja Drangsal, Druck. Ihr kennt das vielleicht, so ein Druck, den man hat. Es ist keine Ruhe in der Seele. Und er sagt, das ist keine Option, sondern es ist für Nachfolger Jesu normal, bis er im Himmelreich ist. Ich habe immer gewisse Bange und Sorge, wenn ich mit Menschen und auch mit Gläubigen, die sagen das vielleicht nicht offen, aber wenn ich so sehe und die haben nie Bedrängnis und Drangsal. Bei denen geht es immer wunderbar, da ist alles in Ordnung und da ist alles wunderbar. Ich denke mir manchmal, stimmt es? Sind die ehrlich? Oder stimmt bei denen was in der Nachfolge nicht? Der Paulus sagt, es ist ein göttliches Muss. Jetzt ist ja die Frage, wie äußert sich dieser Druck, diese Drangsal auf uns ganz persönlich? Es gibt verschiedene Dinge. In 2. Korinther 7,5 sagte Paulus, denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Auch hier wieder dasselbe Gedanke. Das Fleisch, unser Inneres hat einfach keine Ruhe, es ist umhergetrieben. Warum? Sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Bedrängnisse haben viele verschiedene Schattierungen, einmal von außen, ja, dass du angegangen wirst. Ich denke, das haben wir, das sind die wenigsten von unseren Bedrängnissen, dass wir angegangen werden. Wenn ihr zum Beispiel seht, der Marsch fürs Leben zum Beispiel, wo man ja, wo sich Christen auch dafür einsetzen, für das Ungeborene, da kommt es unter Umständen schon mal vor, dass die angegangen werden, auch körperlich. Wir haben zum Beispiel auch in Bremen oben St. Martini-Gemeinde von Olaf Latzel, die dann beschmutzt wird und beworfen wird mit Farben. All diese Dinge, das ist wirklich von außen Kämpfe. Aber ich denke, das ist in der Regel nicht der Normalzustand. Ja, Paulus sagt zum Beispiel, ihr könnt Bedrängnis im Fleisch haben, in der Sinn, wenn du zum Beispiel, er sagt, ich erspare euch die Bedrängnisse, wenn jeder Mann seine Frau hat und jede Frau sein Mann, dann könnt ihr nicht auf sexueller Art, da kann ich auch Bedrängnisse haben. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Partner hast, dann ist das vielleicht auch eine Bedrängnis. Ja, es gibt viele verschiedene Arten, aber ich glaube, das, was uns am meisten auch von der Bedrängnis her trifft, ist oft diese innere Bedrängnis, diese Ängste, dieses ja, Unwohlsein. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit heute, gerade durch die Medien, werden diese innere Ängste massiv geschürt. Ja, du kriegst keine Ruhe. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt mit der Grace Nachrichten angeschaut und ich habe zu der Grace gesagt, Grace, das ist ja wie ein Horrorfilm. Und dann sagt sie mit ihren 6 Jahren, Papa, ich weiß, die ganze Welt macht keinen Sinn mehr. Mit 6. Und es ist interessant. Wisst ihr, diese Medien, wenn du das anguckst, ich habe das bei mir, also ich bin ein Freund dafür, dass man sich informiert, einfach ganz nüchtern, dass man weiß auch, was läuft. Aber es ist interessant, wenn du morgens den Fernseher anmachst und diese Dinge auf dich einprasseln lässt und hörst nur eine Leier und die macht einfach Angst, dann ist dein ganzer Tag auch nach dieser Leier ist geprägt. Interessant ist, wenn du mal 3 Tage diese Dinge nicht, jetzt gerade über die Feiertage, nicht auf dich einprasseln lässt, dann kannst du in der Regel ganz normal leben. Ist interessant. Ja, aber gerade durch die Medien und so werden wir auch von innen bedrängt. Das ist Ängste in uns weg. Wisst ihr, die größte Angst, die ich habe, ich sage es euch, wo der Teufel mich packt, ist zum Beispiel, wo mir jetzt eine Schwester gesagt hat, ihr Sohn war im Krankenhaus, Operation, und es ist so, dass du in das Krankenhaus nicht reinkommst, egal ob du geimpft oder ungeimpft bist, es geht einfach nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, 6 Jahre, meine Tochter mit Diabetes kommt ins Krankenhaus und was mache ich? Komme da nicht rein. Das ist für mich eine Katastrophevorstellung. Wisst ihr, das ist jetzt meine Bedrängnis, wo mir, du hörst ja nichts anderes, wo ich sage, da gehst du auf dem Zahnfleisch. Das, also versteht ihr, ihr lacht vielleicht über meine Bedrängnis, aber ich denke, dass du auch irgendwo Bedrängnis hast, wo du sagst, das treibt mich einfach um. Also, Bedrängnisse können auf verschiedene Art und Weise kommen und jetzt sagt die Bibel, das ist ein Muss. Das kannst du nicht abstellen und der Jesus sagt in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr das Paradies. Nein,
Er sagt, in der Welt, und dann nimmt er das Wort, das heißt Kosmos, das heißt in diesem Weltsystem, das regiert wird, laut 2. Korinther 4, Vers 4 vom Teufel, da wirst du Bedrängnis haben, ob du das möchtest oder nicht. Und ich denke, das muss man sich einfach vor Auge halten, wo wir hier wohnen. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn in Afghanistan die Taliban, die jetzt da an die Regierung gekommen sind, ja, die wollen ja ihren falschen Gottesstaat da aufbauen. Und solange du da Ja und Amen sagst und es abnickst, da wirst du von denen keine Probleme bekommen. Aber wenn du sagst, nein, das wollen wir nicht. Ich habe jetzt von vier afghanischen Richterinnen sogar, waren das, die werden jetzt mit Leib und Leben verfolgt, weil die Taliban natürlich sagen, so geht's nicht. Entweder friss oder stirb. Und so ist der Teufel in der Welt. Entweder du gehst nach seiner Fasson, oder du kriegst Probleme, du kriegst Bedrängnisse und Drangsal. Und ich möchte uns noch Apostelgeschichte 26 lesen. Und das ist ja der Auftrag des Paulus. Was war denn sein Auftrag, das Evangelium zu predigen? Und er sagt, was ist der Inhalt? Es heißt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott. Das heißt, die Bibel sagt, wenn du dich bekehrst, dann wirst du nicht ein bisschen fromm, sondern dann gehst du von der Finsternis aus dem Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott. Und wisst ihr, was dann ist? Dann unterschreibst du die Kriegserklärung. Das sagte Paulus und nichts anderes. Dann hast du Bedrängnis. Dann, und das ist das, 2. Timotheus 3, Vers 12 ist das Programm, wenn du ernst mit Gott machst, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in dieser Weltzeit werde Verfolgung erleiden. Bedrängnis. Jetzt müssen wir uns einfach klar machen, ich bin ein Kind des Lichts, auch wenn ich das manchmal gar nicht fühle, aber ich bin ein Lichtskind und jetzt ist klar, die Finsternis tritt auf und möchte uns wissen, der Teufel ist doch ein Mörder, ein Durcheinanderbringer, ein Lügner von Anfang an, der möchte doch nicht, dass du in seinem Reich Friede und Licht bist, sondern der möchte dich klein kriegen. Also, ihr seht, man muss sich das einfach nüchtern betrachten. Wir kommen nachher zu Teil 3 und 4, da kommt die Hoffnung. Aber zuerst nochmal, Bedrängnis ist einfach eine normale Sache. Und Matthäus 24 sagt der Jesus in der Endzeitpredigt, je mehr das auch fortschreitet, je näher wir dem Kommen Jesu entgegenschreiten, umso mehr nimmt es auch zu, die Bedrängnis. Ja, der Herr Jesus sagt, das sind wie Wehe bei einer Frau. Wisst ihr, habt ihr schon mal Wehe mitgemacht? Ich sage euch, da geht es zur Sache. Ja, ich weiß das von meiner Frau. Ja. Und das ist am Anfang ist das ja auch noch locker. Gell? Aber dann, irgendwann, da bist du froh, wenn es vorbei ist. Und da sagt der Herr Jesus, guck da mal ganz nüchtern einfach. Wie ist denn die Gesellschaft, so wie wir sie doch erleben? Du kannst doch gar nicht mehr normal mit jemandem diskutieren. Es ist einfach unnormal. Da ist ein richtiger Druck da. Sobald du ein bisschen eine Meinung hast, da bist du sofort irgendwo abgestempelt. Am besten ist, du lasst es. Aber die Bibel sagt, genau das ist auch in unserer Gesellschaft, wird es zum Normalzustand. Und ich habe mir das so vorgestellt wie ein Blutdruckmessgerät. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr das unter Arm habt. Ich denke manchmal, das haut meinen Arm weg, das Ding. Ja, das zieht immer mehr zu und irgendwann hört es dann auf. Aber so fühlt man sich manchmal in dieser Welt mit dieser Bedrängnis. Was haben wir jetzt für einen Ausweg? Der einzigste Ausweg, den wir haben, und das ist ja unsere Hoffnung, ist, dass sich jemand bekehrt. Dass er wirklich merkt, so, das ist kein Zustand. Ich brauche Hoffnung, ich brauche den Herr Jesus, da ist der Hirte. Aber jetzt schaut mal. Bekehrung. Ich habe neulich mit einem gesprochen, das war ein ganz lieber Kerl. Und der hat angefangen, wir haben über den Glaube, er ist nicht gläubig, aber war interessiert. Und da hat er angefangen zu feilschen. Was darf ich denn noch, wenn ich mich bekehre? Wenn ich das noch darf oder darf ich das noch? Und wenn ich das nicht kann, na, dann glaube ich, überlege ich es mir doch. Ist das Bekehrung? Ich lese uns mal 1. Timotheus 1, Vers 6. Da sagte Paulus über die Thessaloniker, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude im Heiligen Geist. Wisst ihr, diese Thessaloniker, die haben gemerkt, da ist ein Bedrängnis, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Ausweg und nicht, was kann ich für ein Leben noch führen, nachdem ich mich bekehrt habe, sondern da war eine Not.
Ja, und es ist einfach so, dass wir einfach verstehen müssen, ich denke auch von der Bibel, dass es darum geht, aus der Bedrängnis zu fliehen, dass man Friede bekommt und nicht irgendwie noch ein besseres Leben zu haben oder dass der Jesus unsere Wünsche erfüllt. Sowas lehrt die Bibel nicht. Also, erster Punkt ist, was? Bedrängnis ist ganz normal. Und jetzt wollen wir sehen, Punkt 2, wie wirkt es sich denn ja, beim Größten, nach dem Herrn Jesus, nach dem größten Vorbild aus, das wir nachahmen, nämlich beim Paulus. Wie hat es sich bei ihm ausgewirkt? Ich lese Apostelgeschichte 20, 22. Und zwar sagt da der Paulus, er ist wieder voll in der Spur und jetzt sagt er, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem. Das sind ja tolle Aussichten. Der Herr Jesus kommt, bekehrt der Paulus oder Paulus bekehrt sich. Er hat einen Auftrag, was muss er machen? Er geht im Geist gebunden nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass wir Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Glaubt ihr, der Paulus hätte es sich nicht gern anders vorgestellt? Mensch, jetzt komme ich als der größte Heidapostel, ich gehe nach Jerusalem, da ist der rote Teppich für mich und die Leute stehen da und jubeln mir zu. Nein, der Paulus sagt, ich weiß es, der Heilige Geist hat es mir sogar gesagt, ich werde Bedrängnisse und Fesseln warte auf mich. Wisst ihr, der war nüchtern, der Mann. Und genau das, wisst ihr, das ist ein Bild für uns, schattenbildlich. Wir alle sind auf dem Weg nach Jerusalem, ins himmlische Jerusalem, wo der Herr Jesus König ist. Da wollen wir doch eines Tages sein. Und was sagt er? Bis dahin hast du Bedrängnis und Fesseln. Wisst ihr, und das ist genau das, was uns die Bibel auch schattenbildlich zum Beispiel bei Joshua sagt. Der Uli hat es uns gerade, Joshua, wir haben es nicht abgesprochen, gesagt. Was ist denn schattenbildlich das Erste, was ein Gläubiger, nachdem er sich bekehrt hat, erwartet? Wenn er das Land des Glaubens einnimmt. Die Wüste. Das ist die Wüste, da wo du Lechze tust und da wo du denkst, hoffentlich hat es bald ein Ende. Ja, natürlich gibt es da auch den Euphrat, die Ströme lebendigen Wassers. Ja, das Christenleben ist nicht nur Bedrängnis. Da gibt es den Libanon, wo du auf den Bergen Gottes bist. Wisst ihr, ich will ja euch nicht sagen, dass in meinem Leben nur die Drangsal herrscht. Und ich hoffe in deinem auch nicht. Ich habe jetzt herrliche Zeiten gehabt wieder, da habe ich eine neue Bibel angefangen, mal Luther 1912 mit alter Schrift. Und es ist interessant, wenn du mal eine neue Bibel liest, da liest du ganz anders, als ob du das noch nie gelesen hättest. Und dann bist du herrlich und da hast du Freude und du erkennst wieder neue Dinge. Das Leben ist nicht nur Bedrängnis, aber das Leben ist nicht nur die Höhe. Weil seid ihr doch mal ganz ehrlich, dann gehst du wieder in den Alltag, dann ist Familie da. Dann hast du Sorge mit den Kindern, dann hast du Partner, dann hast du die Arbeit vielleicht auf der Arbeitsstelle, dann hast du die Gemeinde, dann hast du vielleicht Krankheiten, Schwäche. Es sind ja alle Bedrängnisse, es sind mannigfaltig. Du kannst Bedrängnisse haben, dass du vielleicht ein kleines Kind hast, das nie schläft. Die ersten 5 Jahre hatte Levi, unser Levi, keine Nacht durchgeschlafen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Das waren auch Bedrängnisse. Arbeitslosigkeit. Wie wird es? Kann mich der Arbeitgeber noch übernehmen? Finde ich gescheite Arbeit? Pflege? Habe ich noch Zeit oder Kraft, meine Partner oder meine Partnerin daheim zu pflegen? Das sind Bedrängnisse. Das ist nicht immer nur Höhe. Darf ich euch fragen? Ich hoffe nicht, dass ich schon wieder über die Köpfe wegpredige. Aber kennt das solche Bedrängnisse? So, das ist ja egal wo. Oder das sind, wisst ihr, auch die Intensivität der Bedrängnisse spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst ein Bedrängnis haben, wo du auf dem Zahnfleisch gehst, wo ich sagen würde, das ist ja nichts. Aber du lachst vielleicht auch über meine Bedrängnisse, versteht ihr? Jeder, nur der Teufel weiß ja genau, wo er dich auch bedrängen kann, dass du verzagst. Das sind diese Dinge, wie geht's weiter? Paulus war ja im Gefängnis, er sagt, ich bin im Gefängnis, da sind noch Leute, die tun mir zu, meine Bedrängnis, nochmal Bedrängnis zuführe. Und das ist, du hast manchmal auch durch die Medien, das hört nicht mehr auf. Wisst ihr, Wirtschaft, Arbeitsplatz, Gesundheit, zwischenmenschlich, wo wird das alles noch enden? Und wisst ihr, wir sind ja nicht im richtigen Gefängnis. Aber habt ihr das auch manchmal, dass ihr so ein Gefängnis habt in eurem Leben, wo ihr wünschen würdet,
dass du einfach die Sache packst und einfach abhaust. Einfach die Kette sprenge und sage, okay, wenn es nicht so geht, dann gehen wir halt. Das hatte Paulus schattenbildlich gesehen. Also einmal, wir sind alle auf dem Weg nach Jerusalem. Bedrängnisse, mannigfaltig, zwischenmenschlich, im Beruf, wo auch immer, in der Krankheit. Und jetzt ist noch eins, bevor wir zum Punkt 3 kommen, und ich möchte es uns einfach auch nicht aussparen, nämlich Kolosser 1, Vers 24. Wie ist der Aude Paulus wieder? Er sagt, was hat denn der Paulus noch für Bedrängnis? Er sagt, jetzt freue ich mich in meinem Leiden. Das ist ein geistlicher Mensch, er sagt, jetzt freue ich mich in meine Leiden. Ja, Entschuldigung, ich sage nicht, wenn ich leide, Halleluja. Aber das ist unser Musterbeispiel. Jetzt freue ich mich in meine Leiden um euretwillen. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde Gottes ist. Seht ihr, wo der Paulus Bedrängnisse hatte? Für die Gemeinde, fürs Reich Gottes. Das ist eigentlich ein Unding. Da hast du die Welt, die geht immer mehr den Bach runter. Jetzt hast du Hoffnung zu predigen, bringst die Leute ins Reich Gottes hinein, in die Gemeinde. Und ich glaube, dass der Paulus hier vor allem die Korinther im Sinn hatte. Du kannst Bedrängnis auch für die Gemeinde oder in der Gemeinde haben. Ich habe das nicht verstanden, als mir mal ein Dozent gesagt hat, als ich noch studiert habe. Er hat gesagt, ich war 10 Jahre im pastoralen Bereich. Und dann habe ich gekündigt und ich kann dir eins sagen, das mache ich nie wieder. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, warum? Und er hat gesagt, wegen der Menschen. Ja, Reich Gottes besteht aus Menschen. Unser Reich Gottes, die Gemeinde, Ortsgemeinden sind ja nur ein Abbild von dem, was im Himmel wirklich ist. Da menschelt es. Und das ist etwas, wo Menschen auch enttäuscht werden, wo du dich aufreiben kannst, wo du einfach auch manchmal sagen kannst, das möchte ich einfach nicht. Ja, und das ist, wisst ihr, wir müssen uns eins auch, wisst ihr, der Teufel hat ja nur ein Ziel auch, dass ihr, die hier seid, oder wo er immer auch hingeht, oder überall, dass Menschen nicht in die Gemeinde kommen und das Wort Gottes. Wisst ihr, wenn ich jetzt von Menschen enttäuscht bin, dann hat der Teufel sein Ziel total schon erreicht. Wisst ihr, eins ist doch klar, Geschwister, machen wir uns doch nichts vor. Und das habe ich auch schon oft gesagt, ein Gläubiger, der nicht im Geist wandelt, sondern im Fleisch ist, der Sünde duldet auch, der bringt genau das Gleiche zustande wie ein Unbekehrter. Und jetzt triffst du, der du vielleicht, wisst ihr, keiner von uns ist immer geistlich. Und jeder hat seine Macke. Aber jetzt triffst du als jemand auf so einen fleischlichen Gläubiger und bist enttäuscht. Das ist falsch. Ich gehe doch nicht in der Gemeinde wegen Menschen, sondern wegen dem Herrn Jesus. Und sobald der Teufel hier Bedrängnisse zulässt, dann hast du verloren, der Teufel gewonnen. Also auch hier ganz nüchtern, auch Gemeinde, es gibt doch keine perfekte Gemeinde, Geschwister. Ja, die Gemeinde ist dann perfekt, wenn du draußen bleibst, oder ich. Aber dann auch dann nicht. Und deswegen einfach ganz nüchtern, und der Paulus sagt zum Schluss, und dann kommen wir zu 3 und 4, und das ist dann auch relativ kurz, Paulus sagt, 2. Korinther 1, wir werden über die Maßen bedrängt, sodass wir selbst am Leben verzagten. Oh, wer getraut sich das in der Gemeinde zu sagen als Christ? Ich bin verzagt. Manchmal geht mir alles über den Kopf. Da denken wir doch gleich, das ist ja ungeistlich. Aber wenn Paulus das sagen darf, dann dürfen das auch wir sagen. Also, möchte 1 und 2 abschließen. Bedrängnisse sind normal. Ich würde es euch gerne ersparen, aber es ist der Weg Gottes, es ist ein Muss. Und wir wollen jetzt auch schauen, Paulus hat es getroffen, aber jetzt die wichtigsten Punkte, die allerwichtigsten Punkte. Also, wenn das die Botschaft wäre, das ist ja Trübsal. Hoffnung der Gläubigen. Also, vorhin haben ein paar Leute genickt, haben gesagt, ja, Bedrängnis, das kennen wir. Was ist jetzt meine Hoffnung in diese Bedrängnisse? Wo kann ich sagen, egal was mir passiert, ich habe trotzdem eine Hoffnung? Die wichtigste Bibelstelle hierzu, dürft ihr euch rot anstreichen in eurer Bibel, ist 1. Korinther 10, Vers 13. Da geht es in erster Linie um Prüfung, aber jede trübsalische Prüfung. Ja, und Paulus sagt hier, wieso, das ist jetzt wichtig,
Geschwister, diese Bibelstelle sind nicht dazu da, um euch zu unterhalten, theoretisch, sondern wir müssen uns auf diese Bibelstelle stellen, sonst bleibt alles Theorie. Was sagt er hier? Paulus sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Und ich denke, die reicht manchmal. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über die Vermöge versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist doch die erste frohe Botschaft, wo ich sagen kann, wunderbar. Die Bedrängnisse, die du hast, sei es in der Pflege, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Paulus sagt, wenn du zum Herrn Jesus gehörst, egal was du auch leidest, egal wie schlimm die Dinge auch sind, er sagt, es wird nicht über dein Maß gehen, dass du zu tragen kannst. Dass du tragen kannst. Ich muss sagen, das habe ich schon wirklich öfters erlebt. Wo ich manchmal gesagt habe, noch ein kleines Tröpfele, noch ein falsches Wort, noch irgendwas, und ihr seht mich von hinten. Also nicht ihr, sondern generell. Auf Wiedersehen. Weißt du, dass du manchmal sagst, das kann, da kommst du nicht mehr lebend raus. Wisst ihr, was der Beweis ist? Du kommst doch lebend raus. Ich bin wie eine Klette, ich bin immer noch hier. Versteht ihr? Ich kann nicht sagen, was morgen ist, aber wenn ich das Wort hier bare Münze nehme, dann habe ich ja Hoffnung, der Herr bringt mich durch alles Weitere auch hindurch. Ja? Und das ist der Teufel, guck mal, er kommt zu dir und was sagt er zu dir? Mobbing. Wisst ihr, was Mobbing ist? Ja, die Kinder in der Schule haben das vor allem zu leiden. Wisst ihr, wenn du einem kleinen Kind einmal sagst, du bist hässlich, du bist dumm, dann ist das schlimm, aber das kannst du in der Regel verkraften. Aber wenn du es 10-mal, 30-mal, 50-mal, 100-mal hörst, irgendwann glaubst du es. Wisst ihr, so ist der Teufel. Er sagt dir jedes Mal, aber die Versuchung, die du jetzt hast, vielleicht schon seit 10, 20 Jahren, jetzt ist fertig. Das ist der Teufel. Die Bibel sagt, es geht niemals über unser Vermögen. Das ist doch was Wunderbares. Also, niemals übers Maß. Wichtig. Ich muss das mir immer wieder bewusst machen. Das zweite ist, Römer 8, 35, die Bibelstelle kennt ihr. Was wird uns scheiden von der Liebe Christi? Nix. Ängste, Verfolgung, Drangsal, unser Wort. Nix wird uns scheiden von der Liebe Christi. Was sagt dir der Teufel? Jetzt hast du die Marke überschritten. Jetzt bist du kein Gläubiger mehr. Und ich habe das von meinem lieben Bruder, den ich sehr schätze, er hat mir das mal im Gespräch gesagt, das ist... Der Teufel spielt in deinen Bedrängnissen immer dieselbe Schallplatte ab. Was das deine Schallplatte ist, weiß ich nicht. Er sagt jedes Mal, diese Situation, das ist so schlimm, wirst du nicht ertragen, du wirst kein Gläubiger bleiben. Wisst ihr, das ist die Schallplatte. Was machst du? Haben wir schon oft gesagt. Nimm die Schallplatte und schmeiß sie aus dem Fenster. Von mir aus kann ich das Fenster noch vorher aufmachen, aber lass diese Gedanke, der Teufel wird dir Bollwerke aufbauen, so große Dinge, dass du nur noch die Platte hörst. Und wenn du die Platte hörst, hörst du nicht mehr das Wort Gottes. Und dann bist du schon mit einem Bein in der Falschlinge. Also, es wird uns nicht scheiden. Und das Letzte, Offenbarung 2,9, lese ich auch nicht. Bedrängnisse sind immer zeitlich. Ja, Offenbarung, die Gemeinde von Smyrna, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis stecken, auch Gedankengebäude. Seid nicht verzagt, es geht 10 Tage lang. 10 Tage sind nicht wirkliche 10 Tage, sondern es ist eine Zeitspanne, die der Herr festgesetzt hat in deinem und meinem Leben. Aber er wird es auch beenden. Ja, das ist ein großer Trost, hoffe ich, für uns auch. Ja, jetzt kann man zum Schluss fragen, ja, was bringt mir das dann alles? Warum sagt der Herr Jesus nicht, ich verschone euch von dem alle? Warum bedrängt es? Es macht doch keinem Spaß. Ja? Und so geistlich möchte ich jemanden sehen, der sagt, ich freue mich in meinen Leiden hier. Aber es ist trotzdem wichtig, weil wir, und ich muss das auch, weißt du, mir gefällt das ja auch nicht, aber ich muss sagen, Bedrängnisse sind dazu da, sonst würden wir uns nicht verändern. Ist einfach so. Römer 5, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns. Warum? Weil wir wissen und wir fühlen es nicht, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das ist der ganze Sinn hinter Bedrängnissen.
Ich war früher in Thailand und habe ich Kickboxer gesehen. Das hat man mir gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber junge Kickboxer, die boxen, ja oder kicken ja auch mit den Füßen, die brechen sich oft schon in junge Jahre ihre Schienbeine. Und auch später. Dann würde ich ja sagen, dann spätestens dann gehe ich in die Rente. Ja, da will ich nichts mehr. Nur die sehen das nicht als Aufgabe, sondern sie sagen, durch jeden Bruch, den ich bekomme, wird das Schienbein, der Knorpel, verstärkt mein Schienbein. Ja, und genau das ist das geistliche Prinzip. Bist du beim ersten und beim zehnten Mal, da stöhnst du noch über die Schallplatte. Aber irgendwann merkst du, oh, da ist eine Taktik dahinter. Und dann wirst du stärker und stärker und irgendwann hast du diesen Punkt gelernt und dein Fell wird dicker. Ja, aber es ist ein Lernprozess und ich sage, das ist unglaublich schwierig manchmal, aber das ist das Ziel von Bedrängnissen, dass wir stärker werden. Und daraus erwächst wiederum, dass die Dinge, durch die wir gehen, werden wir von Gott getröstet. 2. Korinther 1. Damit wir wiederum die trösten können, die genau dasselbe durchmachen. So funktioniert der Leib Gottes. Du und ich, das, was wir schon alles durchgemacht haben, es kann unter Umständen sein, dass Gott dir jemand in den Weg stellt, zu dem du gehen sollst und ihn trösten sollst. Und das funktioniert in der Regel dann am besten, wenn du zu demjenigen sagen kannst, Geschwister, das habe ich auch schon durchgemacht. Genau das, die Angst oder die Sucht oder das Eheproblem oder was auch immer ist, ich bin fast verzagt, aber ich darf das sagen, der Herr Jesus hat mich da durchgebracht. Wisst ihr? Und dann ist das, wisst ihr, kein frommes Geschwätze, wo dir jemand der Bibelvers vielleicht noch, das ist ja auch nett, aber dann kannst du das dem abnehmen, weil du genau weißt, das ist echt, der weiß, von was er redet. Und so funktioniert das Reich Gottes. Und ich denke, darin können wir auch eine gewisse Sinnhaftigkeit im Ausharren bewahren. Zum Schluss möchte ich lesen, jetzt ganz praktisch, noch ganz praktisch, was soll ich tun? Römer 12, Vers 2. Wenn ich in Bedrängnisse stecke, seid fröhlich in der Hoffnung und in Bedrängnis haltet stand. Ich denke, das ist das Größte und Herausforderndste, dass wir in den Bedrängnissen, die wir haben und die ekelhaft sind, dass wir standhalten. Prediger 10, 4. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, dann verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünde. Das Liebste, was ich mache in Bedrängnisse, ist auf Wiedersehen. Rennen. Aber dann lernst du nichts. Bisschen Theorie. Standhalte. Wie? Seid beharrlich im Gebet. Du brauchst überhaupt nicht losschießen, sondern beharrlich im Gebet sein. Geschwister, und wenn ihr eins mitnehmt, Hebräer 4, 15 heißt es, unser Hohepriester hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Glaubt ihr, dass der Herr Jesus nicht weiß, was du in deine Bedrängnisse, die du gerade hast, durchmachst? Und wie fühlen wir uns dann? Oh, ich bin nicht würdig, jetzt zum Thron der Gnade zu kommen. Wisst ihr, ich kann tausendmal wissen, das ist eine Theorie, dass ich einen Hohepriester habe, der Mitleid hat mit meiner Schwachheit. Das nützt mir überhaupt gar nichts. Sondern ich muss Vers 16 auch noch anwenden, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wisst ihr, ich muss gehen und sage, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Herr Jesus, das wächst mir über den Kopf. Und dann kann er eingreifen. Wisst ihr, das ist ganz praktisch. Geh diese Woche nach Hause. Ich hoffe, du hast keine Bedrängnisse. Aber falls du sie hast, dann sei gewiss, dass der Herr Jesus um deine Bedrängnisse weiß. Und dann geh zu ihm und schrei zu ihm. Und in der Regel, ist keine Theorie, greift der Herr Jesus ein zur rechtzeitigen Hilfe. Ist das ein Trost bei all unserer Bedrängnis? Ich hoffe, das kann unser Trost sein. Ich möchte schließen mit Psalm 25, 3. Das ist meine persönliche Jahreslosung und auch meine Lebenslosung. Da heißt es nämlich, und das möchte ich euch einfach mitgeben, gar keiner. Und wer ist von gar keiner ausgenommen? Niemand. Gar keiner wird zu Schanden, der auf Gottes harrt. Lasst uns weiter auf Gott harren. Das Ziel des Teufels ist, dass du das nicht tust. Aber wenn wir auf ihn harren, wird niemand göttliche Verheißung
zu Schande werde, wir müssen nur auf ihn harren. Möge Gott uns die Kraft und Gnade dazu geben. Amen.